Ich habe gefickt, wir werden ficken. Ich bin gefickt, die Welt ist eine Fickerei. Das einzige Glück ist das Ficken. Und das kann nur jeder drei. Anna für Leben. Drei. Gut, dann herzlich willkommen beim Podcast Analphabeten. Mein Name ist CF Faust. Mein Name ist Martina Ballack und Emma Balsack bei Twitter. Hallo Leute. Hi. Hi. Wir feiern heute unsere Folge 70. Juhu. Mikroprobleme. Juhu. Ja, Folge 70. Gratulation. Yay. Und zwar haben wir gelesen ein Buch von Kathy Etchingham, ein Groupie aus den 60er Jahren, und zwar eine ehemalige Geliebte oder Freundin trifft es, glaube ich, eher, von, Trommelwirbel, Jimi Hendrix. Jimi. Ja. Genau, wir wollten also, wir haben ja die Reihe Musiker, die schreiben, und haben uns deshalb vor allem natürlich auf Literatur von Musikern bezogen. Aber in diesem Fall hat uns einfach Jimi Hendrix auch sehr, sehr interessiert, und wir wollten auch ein paar Frauen mit dabei haben und Frauen lesen. Und dann bin ich auf diese Kathy Etchingham gestoßen und fand es einfach mal ganz interessant, diese Zeit einfach mal zu erleben, zu lesen aus einer Perspektive von Frauen, die jetzt nicht Musiker waren, sondern eben auch von diesen berühmten Groupies. Eben. Also kein Musicians who write, sondern Groupies who write. Genau. Hashtag Groupies who write. Groupies reading. Groupies writing. Genau. Und das Buch heißt Through Gypsy Eyes. Und das Buch erschien 1998, und es stand unten, also es gibt einen Untertitel auch, Jimi Hendrix, the 60s and London Scene oder so etwas. Also es ist nicht nur also dieser Aspekt von Jimi Hendrix, aber trotzdem ist es ein Buch über ihn auch. My Life, the 60s and Jimi Hendrix. Ich habe hier stehen, dass es von 1999 ist, aber das ist jetzt auch egal. Ja, es kann sein, dass es erschienen ist. Genau, also wir haben es auf Englisch gelesen. Ich glaube, soweit ich weiß, ist es nicht auf Deutsch erschienen, oder? Also ich habe den deutschen Wikipedia-Beitrag nicht finden können. Also von daher glaube ich, dass es nur in englischer Original gibt. Ja, vielleicht ist es dann auch wiederum halt zu spezifisch für diese Zeit oder auch für die Groupies generell. Also eigentlich lesen die ja Groupies lesen Groupies im Moment hier. Genau. Also meine erste Frage überhaupt, ist das ein Groupie? Ist sie ein typischer Groupie? Meine erste Frage war, was verdammt ist ein Groupie überhaupt? Also ich habe nie drüber so gründlich nachgedacht, bevor ich dieses Buch in Händen hatte oder mein Handy, also wir haben es als E-Book gelesen. Support your local store. genau, aber also ich habe dann versucht zu finden, was eine Definition von einer Gruppe ist, was dieser Terminus überhaupt bedeutet. Und ein Groupie kann eigentlich, wusstest du das, dass ein Groupie nicht nur mit Popkultur verbunden ist oder so Bands, Rockbands, Rockmusiker, obwohl zum Beispiel die ersten Groupies in den Zeiten von Frank Sinatra erschienen sind, sondern dass das auch mit jeder berühmten Person zu tun hat. Also es können Sportler sein oder Politiker auch. Ich meine, wie Carla Bruni, sie war die Frau des Präsidenten, aber sie ist auch Supermodel oder so. Man könnte für solche Menschen auch sagen, dass die mehr oder weniger auch Groupies sind. Und das fand ich so interessant, dass dieser Terminus so viel bedeutet. Und dann gibt es bei Wikipedia, jeder kann es lesen, natürlich zum Beispiel, das ist in Kanada. Es gibt, du weißt, wie sie diese Sportart haben, diese Eishockey. Und es gibt eine bestimmte Art von Groupie, die nur die Sportler aus dieser Branche quasi fischt, also nach denen sucht. Mhm. Und sie heißen Puck Bunny.
Oder okay. Zum Beispiel nur die Groupies, die sich für Rodeos interessieren. Und dann heißen die Jersey Tugger. Also die haben, oder Buckle Bunnies. Also die haben alle verschiedene Namen, abhängig davon, in welcher Welt sie sich bewegen. So, das fand ich so interessant. Also ich wusste nichts darüber. Und es war richtig cool zu lesen. Okay. Und mir wurde nur klar, dass ein Groupie zu sein, teilweise eine Rolle einer Freundin, sie muss die Rolle einer Freundin bei diesen Tourneen übernehmen für die Musiker oder manchmal für die ganze Band. Und sie spielt auch ein bisschen diese mütterliche Rolle. Und es gab bestimmte sehr berühmte Groupies, die dann einfach mit vielen von diesen Rolling Stones oder so, also waren, in Beziehungen hatten, aber sehr lockere Beziehungen. Und genau, es ist ein Vollzeitjob auf jeden Fall. Also es ist ein Beruf, könnte man tatsächlich sagen, weil das ist ihre, was sie im Leben machen, was sie tun, ist eigentlich mit Musiker reisen und ihre Freundin dann bei dieser Tournee sein. Mhm. So, das heißt, sind die immer so weiblich? Ich glaube nicht, ne? Es gibt auch männliche Groupies, genau. Und ja, es ist, glaube ich, so ein Mittelding zwischen dem Hardcore-Fan, aber es ist kein Stalker, sondern es ist also jemand, der trotzdem Zugang hat zu dieser jeweiligen Szene. Ja. Ja. Ich muss da jetzt ganz kurz dran denken, weil du das so beschreibst. Ich habe mir das Audiobook von David Spade angehört. Das heißt A Polaroid Guide in a Snapchat World. Ich liebe David Spade. Ich wusste nicht, dass er ein Buch Wir hatten Audiobook, hat. Genau. Okay, cool. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, nicht so lohnenswert, finde ich, vor allem nicht für uns. Aber der hat erzählt so ein bisschen, also gibt halt so ein bisschen Einblick. Das finde ich mal ganz interessant, wenn man so Einblick bekommt in die Hollywood-Szene. Und ich glaube, was vielleicht die Groupies damals waren, sind heute vielleicht das Plus One. Also es gibt halt ganz viele Stars, die immer ein sogenanntes Plus One haben, sowas wie den besten Freund oder irgendeinen Kumpel, der ständig irgendwo mitläuft und gleichzeitig so ein bisschen, ja, dann auch den Kaffee holt oder einem das Selbstbewusstsein gibt bei dem Fotoshooting und so. Oder bei einer Preisverleihung. Genau, dass man also nicht alleine da sitzt quasi, ja, dass man nicht peinlich da alleine rumsteht, sondern dass man in so peinlichen Situationen, wo man halt alleine ist, irgendwie jemanden zum Reden hat einfach nur, ne, das ist also, die müssen denen quasi so ein bisschen hinterherrennen, insofern ist es keine Freundschaft auf Augenhöhe, ja, aber es ist so ähnlich, glaube ich, wie so ein Groupie, ja. Insofern, genau, denke ich, da hat sich heute einfach nur der Begriff vielleicht ein bisschen geändert und das heißt jetzt anders. Glaube ich, ganz interessant. Ja, eigentlich mit diesem Begriff wird eigentlich diese Promiskuität verbunden, aber es ist auch, also sie beschreibt beispielsweise, dass sie Beziehungen mit diesen Männern hatte und dass es danach wirklich, also außer Sex offensichtlich, dass es noch Freundschaft geblieben ist und dass sie dann beispielsweise mit Keith Richards oder mit also verschiedenen Männern, nee, die sie Keith beschreibt. Moon, nicht Keith Richards. Mood, sorry, genau. Keith Moon. Aber sie war mit genau, Jimmy. Es ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen so Seifenoper. Ja, ein bisschen in dieser Welt auch. Genau. Also sie hat angefangen mit Keith Moon von The Who. Mit dem hatte sie als erstes eine Beziehung. Das hat sich dann aber so ausgeplänkelt, sodass sie sagte, ja, es war jetzt nie der großartige Sex und so, aber so war es dann auch nicht schlimm, dass es quasi die Beziehung sich geendet ist, weil das irgendwie so offen freundschaftlich dann geendet ist. Ja. Dann kam Brian Jones dran von Rolling Stones. Genau, und das war bevor Anita Pallenberg. Ja. Oder, genau. Und genau, das Spannende ist nämlich jetzt hier, dass Brian Jones schon mal die wichtigste Connection überhaupt jetzt hier ist, um in diese ganze Szene reinzukommen, auch dann später für Jimi Hendrix. Also mit Brian Jones geht es dann also ähnlich auseinander, es flaut dann so ab, aber sie haben immer noch einen sehr guten freundschaftlichen Kontakt. Und dann schließlich kommt dann Jimi Hendrix in die Szene rein. Und Jimi Hendrix ist in dieser Zeit mit auch einem Groupie zusammen, nämlich Linda Keith. Das fand ich am interessantesten, sorry, yeah. Linda Keith, genau. Aber und sie ist die Freundin in dieser Zeit noch von Keith Richards. Also das ist ein bisschen verwirrend, weil die beide Keith heißen. Das hat nichts miteinander zu tun. Also das ist ihr Nachname und für ihn ist es ein Vorname. Sie ist Linda Keith und er ist Keith Richards. Und die waren ein Paar, aber eigentlich als Keith Richards auf Tournees ging,
war sie mit Jimi Hendrix zusammen. Genau, ja. Und dann hat crazy, dann, also crazy. Ist wirklich crazy. Und dann hat, und für Keith Richards war das wohl die große Liebe, ja, also das war schon nicht so ohne alles. Und dann wiederum tritt also Kathy Etchingham in das Leben von Jimi Hendrix und Jimi hat aber immer noch eigentlich was mit dieser Linda am Laufen und es endet dann auch total böse, ja, also die Linda macht eine riesige Eifersuchtsszene und versteckt seine Gitarre und sagt, wenn du nicht mit ihr Schluss machst, kriegst du deine Gitarre nicht zurück. Und das war für ihn damals noch total schlimm, weil er keine Kohle hatte dann auch für eine neue Gitarre und so, ganz am Anfang. Und er hat es dann am Anfang aber nie zugegeben, dass er was mit ihr hat. Und für Kathy Etchingham war aber völlig klar, dass wenn die so eine Eifersuchtsszene dahinlegt, dass die natürlich was miteinander hatten und so, ja. Und also ganz schlimm. Aber dann hat letztendlich Kathy hat dann quasi gewonnen und hat ihn erobert und war dann ewig lang mit Jimi Hendrix zusammen. Und dann hatte also 3 Jahre. Ja. Also das war für Jimi Hendrix richtig, richtig lange Zeit. Ja, und ich denke, darüber reden wir jetzt heute hauptsächlich. Man kann vielleicht noch jetzt erwähnen, dass sie zum Beispiel auch mit Paul McCartney wohl eine Nacht verbracht hat. Also wer weiß, wer das noch so dann war. Genau. Und apropos diese Stalkers bei Beatles, also wurde dann auch erwähnt, dass es zum Beispiel vor ihrem Hause oder vor dem Studio in Abbey Road, dass es dort tatsächlich Fans gab, die einfach dort übernachtet haben, die jede Nacht eigentlich, die jede Nacht haben die dort verbracht, um die Beatles zu treffen. Und das ist der Unterschied, was du gesagt hast schon über Groupies und Stalkers. Also die Stalkers, die einfach versuchen, sie einfach zu treffen, egal wem. Und einer von denen hat durch das Badfenster in Paul McCartneys Haus reingegangen und der hatte ein paar Sachen genommen, wie Jeans oder ein Foto und dann hat Paul McCartney sie gebeten, also dass sie dieses Bild ihm zurückgeben und dann haben sie das gemacht beispielsweise. Okay, das ist eine kleine, sorry. Also so von Stalkern jetzt meinst du ein Beispiel für Stalker? Genau, das ist ein Beispiel für Stalkern und genau, das wollte ich nur hinzufügen und diese Beziehung von Jimi Hendrix und Kathy Etchingham dauerte von 1966 bis 1969. Also nur, dass die Menschen vielleicht, wenn jemand das nicht kennt, dass die ein bisschen Ahnung davon bekommen, was für Jahre das waren. Das waren seine London-Jahre eigentlich, bevor er berühmt geworden ist. Genau. Er hat ja in den USA eigentlich also angefangen als Musiker und hat es dort nie geschafft, ist dort nie groß rausgekommen und musste letztendlich nach Großbritannien gehen, um überhaupt einen Karrierekick zu bekommen. Und das ist dann auch so geschehen. Er ist dann in England, ist er dann quasi groß geworden. Eben auch, also ich nehme an, Linda Keith hat da wahrscheinlich eine sehr entscheidende Rolle gehabt, weil sie dann Jimi Hendrix auch also vorgestellt hat in den entscheidenden Kreisen. Und das ein bisschen gepusht hat. Und dann kam auch der Manager Chas Chandler, kam dann auch irgendwie, hat eine sehr, sehr wichtige Rolle natürlich, und hat ihn dann entdeckt und so weiter. Und dann erst später kamen dann die USA, die Auftritte, den Festivals. Und dann erst hat er es in den USA auch geschafft, was auch wieder sehr wahrscheinlich rassistische Gründe auch hat, ne? Dass man einfach damals einem Gitarristen, einem Rockgitarristen, der schwarz ist, einfach noch keine Chance gegeben hat. Aber gut, das ist, vielleicht können wir das noch ein bisschen hinten anschieben. Wollen wir jetzt ein bisschen erzählen, wie das Buch anfängt, vielleicht? Ja, gerne. Bitte. Also ich, das Buch heißt ja Through Gypsy Eyes und dieses Motiv des Gypsies taucht also überall auf. Und zwar wird es ganz persönlich, dass Kathy erstmal von ihrem eigenen Leben am Anfang erzählt. Das fand ich total überraschend. Also ich hätte gar nicht so eine Einführung quasi von ihr jetzt erwartet, glaube ich. Ich hätte jetzt gedacht, sie steigt direkt in den 60ern ein. Und dieses Framing vorab, was man hat, dass man weiß, sie ist der Groupie. Also man googelt ihren Namen und das Erste, was kommt, Groupie der 60er. So. Und dann hat man dieses Framing im Kopf und dann wird einem bewusst, dass dieses ganze Buch eigentlich, das glaube ich, das ist meine These, nur dazu dienen soll, dass sie sich eben rechtfertigt und eigentlich zeigt, dass sie gar kein Groupie war, sondern dass einfach ihr Leben so verrückt abgelaufen ist und sie sich eigentlich als relativ konservativ nachträglich jetzt darstellen möchte. So hatte ich ein bisschen das Gefühl. Denn es be-
oder? Ja. Also ich meine, die Teile, wo sie beschreibt, dass sie nie in ein, also sie und ihre Freundinnen hatten nie Geld, um in seinen Club zu gehen oder auszugehen oder etwas zu essen oder Drinks zu bezahlen. Das haben sie nie in diesem Leben, Nachtleben gemacht. Also es war völlig offensichtlich, dass sie immer eine Art von Begleitung waren in diesen bekannten, berühmten Kreisen. Und das ist natürlich, also nennt sie das überhaupt nicht, aber ich finde, dass sie auch, also sie hat wenig Vorurteile oder irgendwelche Meinungen, irgendwelche Meinungen, die, also sie ist ziemlich offen. Yeah. Und ich glaube, dass diese Hintergrundgeschichte uns ein bisschen hilft, besonders über Familie, um was für schlechten, also Verhältnissen, also ihre Familie war und auch ihre Beziehung zu ihrer Mutter und so, dass sie tatsächlich verlassen wurde fast von eigener Mama und dass sie auch und Jimmy sich dann dadurch auch verbunden fühlten, weil sie beide diese Beziehung nicht hatten mit eigenen Eltern und so. Also das ist ein bisschen auch hilfreich, fand ich mindestens. Yeah. Dafür. Aber es kann sein, natürlich, dass sie also 30, 40 Jahre später ein bisschen also mehr als eine Ikone von sich macht, obwohl, wenn man darüber nachdenkt, also sie tun eigentlich nichts. Also Groupies, was machen die? Also sie sagt selbst, dass sie keine Gitarre spielte, dass sie überhaupt, also dass sie fast taub war, also dass sie nicht singen konnte oder so, dass sie immer falsche Töne angegeben hat, wenn es zum Beispiel so ein Gesang gab in einem Kreis oder ähnliches und also ja, und auch keinen Job generell. Also die haben sich halt auch einfach durchfüttern lassen. Ne? Die haben halt ganz klar von diesen Stars gelebt. Genau, und, die haben einfach gechillt. Und sie ist einfach in sein Hotelzimmer eingezogen. Und das für Leben. Ja. Also sie hat ihn einfach nur begleitet. Ja. Das fand ich mindestens so. Also ich habe nicht so ein Bild von ihr als von einer selbstständigen Person. Ja. Ja, und versuchen wir das nochmal nachzuvollziehen, also wenn man ihre Geschichte jetzt kennenlernt, dass sie, also ihre Mutter, sie hat noch einen Bruder und ihre Mutter, ihre Eltern haben sich sehr früh getrennt, beziehungsweise die Mutter ist mehrfach abgehauen einfach von zu Hause, hat die Kinder einfach sitzen lassen und ich glaube das erste Mal schon erstmal nur für mehrere Monate, danach für mehrere Jahre und ohne dass irgendwie geklärte Verhältnisse waren und das war klar, also irgendwann, dass der Vater auch unter dieser Last dann zusammengebrochen ist, total die psychischen Probleme bekommen hat, völlig überfordert war mit der Erziehung, Alleinerziehung seiner zwei Kinder. Und dann ist Kathy quasi durch die Familie gewandert. Ist von einer Tante zur nächsten, zum Onkel und dahin und teilweise Verwandtschaft, die sie noch nie kannte, bei denen sie dann auf einmal geparkt wurde und dann dort auch alleine aufwachsen sollte, weil ihr Bruder älter war und deshalb durfte der Bruder bei dem Vater bleiben. Mhm. Und es ging dann so weit, dass sie irgendwann sogar in ein Kloster kam. Und dort von Nonnen erzogen wurde und ja, in die Schule ging. Und Gott sei Dank, also in der Stelle dachte ich, oh mein Gott, jetzt kommt eine Klostergeschichte und weiß ich nicht, irgendwelche ganz schlimmen Geschichten. Und Gott sei Dank war das aber eine sehr, sehr positive Erfahrung. Ja. Also da war ich überrascht. Das war eine der wenigen Biografien. Ja, ich habe auch gewartet, dass es dort eine so Frühlingserwachen-Geschichte kommt oder etwas. Nee, also sie beschreibt das als eine sehr ruhige und gute Zeit eigentlich. Als ob sie gerettet tatsächlich wurde da. Nur erwähnt sie, dass sie traurig war, als die Eltern am Weihnachten oder so kamen, um ihre Kinder zu holen und sie blieb einfach im Kloster. Das ist natürlich super, sehr traurig. Und Und dann irgendwann taucht aus heiterem Himmel wieder ihre Mutter auf und sagt, ach cool, ich bin jetzt hier wieder da und hi, komm, wir gehen zusammen shoppen, ich kaufe dir neue Schuhe. Und von einer Sekunde auf die andere hat sie im Grunde da rausgeholt und die Schwestern waren total schockiert, haben gesehen, jetzt kommt die Mutter, das kann nichts Gutes werden, ja, aber sie durften es natürlich auch nicht verbieten. Und Kathy war auch wiederum noch so klein, also Teenager dann wahrscheinlich in der Zeit und dass sie natürlich erstmal gedacht hat, ja cool, auf einmal ist meine Mama wieder total lieb, ist ja super. Sie hat sie vermisst, Ist sie natürlich dann mit ihr mitgegangen, was wieder dann einen Streit mit dem Vater dann zur Folge hatte und so weiter. Aber letztendlich hat sie dann bei der Mutter gelebt und was einfach natürlich
furchtbar war. Und sie hat dann einfach so eine Einstellung im Leben mitbekommen, dass man nur durchs Leben kommt, wenn man halt sich um sich selbst kümmert. Also es ist niemand da, Vater und Mutter sind nicht für dich da. Du musst dich also selbst durchschlagen und du musst denen nehmen, was du kriegst. Ja, und sonst wird nichts aus dir. Und so hat sie so eine richtige, auch so ein bisschen so eine Arschloch-Einstellung, glaube ich, bekommen. Ganz, ganz natürlich, ja, durchs Leben geprägt. Für das ganze Leben, ja. Ja, und hat brutal rebelliert, auch gegen ihre Mutter, hat sich von ihr gar nichts mehr sagen lassen, war völlig schwer erziehbar, ist regelmäßig von zu Hause abgehauen, auch mit Klassenkameraden zusammen und hat dann im Grunde nur darauf gewartet, bis sie dann volljährig war, dass sie dann endlich weggehen konnte und hat sich dann in WGs, glaube ich, mit Freundinnen dann irgendwie dann durchgeschlagen. Genau. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, wenn ihre Mama erscheint, sie erscheint mit ihrem neuen Freund und das ist auch ein Ding. So, sie denkt, dass sie jetzt endlich mit ihrer Mama allein sein wird, aber sie findet dann heraus, dass es noch einen Mann hier gibt, der völlig neu ist. Und sie kannte auch diese Familienvorgeschichte überhaupt nicht. Also sie wusste, dass es noch eine Schwester gibt, aber dann findet sich heraus, dass es eine Halbschwester ist, dass ihre Mutter noch eine Ehe hatte und so. Also es ist sehr komplex, also der erste Teil. Okay. Ja, und sie hebt also dieses zigeunerhafte Leben halt total. Sagt man eigentlich, Gypsy ist doch Zigeuner, ne? Das ja. Ist dann ja. Aber nicht politisch korrekt, ne? Ja, aber sie sagt Gypsy, also sie benutzt nicht diese Sinti und Roma und diese politisch korrekte Termine und ich fand es auch ein bisschen so auto- oder selbstrassistisch aus ihrer Sicht, dass sie sie beschreibt das Benehmen oder das Verhalten ihrer Mama durch, ja, da meine Oma eine Sinti und Roma war, wollte meine Mama immer so einfach als Nomad leben. Als ob nur das, also das ist so ein Stereotyp, das ist so archetypisch, dass natürlich also Sinti und Roma aus Indien kommen als ein großer Stamm, dass sie tatsächlich Nomaden waren, also vor Jahrhunderten. Aber es gibt so viele Sinti und Roma oder Zigeuner, die einfach ganz normal also integriert sind in jedem Land. Also von daher fand ich das so ein bisschen krass, wie sie das beschreibt. Und die ihre Kinder nicht verlassen, ja, also genau. Ja, absolut. Ja. Also, aber es genau, war halt die, also ihre ich glaube, dass... Also, ob du den Titel so verstehst auch, dass es Through Gypsy Eyes, dass es durch ihre Augen eigentlich geht oder durch welche Augen? Also ja, das war auf jeden Fall Identifikationsgrund auch mit Jimi Hendrix, dass sie, der hat ja auch in einer Band gespielt, die Gypsy im Namen hatte. Sorry, ich weiß es gerade nicht mehr genau wie, aber das war also für beide ein Motiv. Also er hat sich ja auch immer diese krassen Hüte angezogen und hat sich auch so ein bisschen als Zigeuner stilisiert, würde ich mal so interpretieren. Ja. Und ich denke, es ist eine ganz klare Bejahung schon auch davon, zu sagen, es steckt halt in mir selbst auch durch meine Mutter, es sind halt meine Wurzeln, aber gleichzeitig jetzt nicht unbedingt eine positive, denn wie sie jetzt zum Schluss lebt, ist ja total spießig dagegen. Sie hat einen Arzt geheiratet, sie hat zwei Kinder, eine intakte Ehe und das ja auch, das ganze Buch liest sich ja so ein bisschen als Rechtfertigung dafür, für ihre wilde Jugend. So, ja? Also insofern... ist es so eine, Amphetamine, waren die 60ern. Nee, Drogen, aber sagt sie jetzt zum Beispiel immer, das hätte sie ja nie vertragen. Sie wurde ja einmal abgefüllt von irgendjemand, das hätte sie dann nicht vertragen und so. Aber es ist schon... wird alles so nebenläufig so erwähnt, als ob das alles völlig, es wird ein bisschen normalisiert, verharmlos, die ganze Szene. Völlig verharmlost. Und ich glaube auch ihre sexuellen Erfahrungen, also ich glaube, das hätte auch, also... Manchmal liest es sich so, als ob sie eigentlich homosexuell ist, dass sie eigentlich Beziehungen mit Frauen viel besser gefallen haben, weil sie beschreibt es so, wie sie mit diesen ganz tollen Stars, mit Brian Jones und Keith Moon und so weiter zusammen ist und dann aber nie, also das wäre nie diese sexuelle Erlösung, falsche Wort, aber die Offenbarung gewesen, ja. Mhm. Und dann schreibt sie aber, dass sie halt monatelang oder jahrelang eigentlich mit ihrer besten Freundin da in diesem Hotel gewohnt hat. Und dass sie immer in einem Bett geschlafen haben zusammen und das dann schreibt sie irgendwann so ganz beiläufig, dass sie sich einfach mit ihr immer viel besser verstanden hat als mit allen anderen Männern. Und irgendwann nachts bricht auch bei denen jemand ein und die liegen zusammen im Bett und kriegen es wohl nicht mit.
Das sind alles so Indizien, wo ich so kurz dachte, ah, wer weiß, ob sie da nicht auch ab und zu mal das Ufer gewechselt hat, ja? Oh, Und natürlich. Wir sind zu naiv. Also wir reden ja. über Rockstars. Also es gab bestimmt auch Ménage à Trois und wer weiß noch was. Also die Orgien wahrscheinlich, also die sie überhaupt nicht erwähnt hat. Aber Ja. es muss auch. Also das gehört besonders bei Rolling Stones, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es solche Erfahrungen Ja, nicht und auch gab bei bei ihr, ihr. weil sie das so offen Ja. beschreibt, dass sie diese sexuellen Erfahrungen zuvor, Jimi Hendrix wäre der erste Mann gewesen, mit dem sie wirklich an die sexuelle tolle Erfahrung gemacht hätte und alles andere vorher hätte sie immer eher kalt gelassen. Es wäre halt Sex gewesen, das hätte man Und halt ich gemacht. nicke, als Clara das alles, oh sorry, als Sisi das alles erzählt, ich nicke mit dem Kopf, ja, sexuelle Offenbarung, ja, genau, weil sie beschreibt detailliert, wie anders war diese körperliche Beziehung mit Jimi Hendrix, also dass diese Beziehung etwas auch diese Anziehungskraft von den beiden, also es gab etwas, so ein Chemie oder etwas zwischen denen, die mehr Substanz hatte als mit den anderen Männern in ihrem Leben. Also so habe ich es verstanden, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann waren sie in Interracial Couple, das müsste man vielleicht auch noch dazu sagen, insofern, weil das einfach in dieser Zeit noch was Besonderes war und natürlich politisch auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, aber wiederum beide sich nie irgendwie politisch geäußert haben. Auch Jimi Hendrix war immer total unpolitisch, weshalb eigentlich viele schwarze Bürgerrechtsaktivisten in dieser Zeit eigentlich nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen waren oder sich mehr von ihm gewünscht hätten, dass er sich politisch ein bisschen mehr äußert. Das bin ich mir auch nicht sicher, weil ich glaube, das FBI ihn auch gespitzelt hat, wie damals Ehrlich? Yoko Ono und Lennon, weil sie glaubten, dass er so eine, vielleicht nicht Hauptfigur, aber eine der Figuren von Black Panthers sein könnte. Und du weißt, dass er diese Militärjacke hatte. Und er hatte so ein bisschen dieses, er könnte tatsächlich Symbolbild von dieser Bewegung sein. Und erinnerst du dich daran, wie in London, wie die Polizei sich ihm gegenüber verhalten hat, als sie ihn Ja. gestoppt haben? Das war so krass. Ich dachte, also das habe ich auch markiert, weil ich fand es so krass, dass die Polizei ihn, also sie sehen so ein Paar, interracial couple, wie du sagst, auf der Straße. Und dann fragen sie ihn, warum trägt er so eine Militärjacke und ob er weiß, welche Menschen wegen dieser Flagge gestorben sind oder unter dieser Flagge. Das war so unglaublich, dass Das die muss man Polizei solche vielleicht Fragen erklären. stellt, dass man sich Ja. nicht. Das Also, fand ich. Jimi Hendrix war ja von 1942 bis 1970 selbst in der US-amerikanischen Armee, ja. Und er musste dann seinen Dienst abbrechen, weil er sich verletzt hatte, ich glaube bei einem Fallschirmabsprung. Und war dann aber in England, was du jetzt beschreibst, und hat dann in England halt die USA-Army-Jacke getragen. Und ich glaube, vielleicht sollte man das dazu sagen. Und in London in dieser Zeit waren drumherum, da war irgendein berühmter Politiker in dem Viertel, wo die gewohnt haben, weshalb das so abgeschirmt, alle Bewohner die Häuser verlassen mussten oder nee, Entschuldigung, nicht zu ihren Häusern durften oder so. Also ganz strenge Ausgangssperren es gab, um diesen Politiker zu schützen. Und Jimi Hendrix und Kathy wollten dann einfach nur zu ihrem Hotel gehen. Und weil das halt natürlich eine ganz reiche Gegend war, das war in der Zeit, wo er schon ganz viel Geld verdient hat, sah er natürlich suspicious aus, ja, mit dieser Armeejacke und wahrscheinlich nicht sonderlich gepflegt, sondern halt Rockstars kamen gerade von England Probe und so. Und dann wurden sie halt angehalten und mussten halt total diskutieren, dass sie in ihr Zimmer durften. Also Sie haben ihn gefragt, do you realize that our soldiers died in the uniform? Und er fragte, what? Weil er konnte das also überhaupt nicht verstehen. Take it off, the first policeman ordered. Also sie wollten, dass dass er die Jacke auszieht. Und dann sagen sie, als sie gehen weg, dann sagen sie, well, don't let us catch you wearing it again. He said rather sheepishly and off they went. Also das fand ich sehr krass, als einfach als eine Warnung, dass jemand dir so etwas sagt. Also das ist völlig, das kann man sich heute nicht vorstellen, glaube ich, dass jemand dir sagt, was für eine Jacke du tragst oder so. Natürlich, also irgendwelche rechtsextremistische Symbole, das kann ich nachvollziehen. Aber so eine, weiß ich Naja, nicht. aber eine Vielleicht. Armeejacke ist ja auch eine Kriegsbejahung in dem Fall. Ist es nicht auch, also richtete sich das nicht auch alles gegen den Vietnamkrieg? Also ist das nicht das gleiche Phänomen wie bei Rocky mit Sylvester Stallone? Ja.
wo die, Soldaten aus dem Vietnamkrieg zurückkommen in die USA und dort eigentlich gar nicht mehr gern gesehen sind, also oder sich das Blatt quasi gewendet hat und jetzt die Leute, die den Vietnamkrieg unterstützt haben, nicht mehr willkommen sind quasi. Oder ist das eine andere Zeit? Verwechsel ich das jetzt? Nee, also das ist die Zeit der Vietnamkrieg, total. Also du hast völlig recht. Er war auch eine Figur wie Jim Morrison. Wir reden über Zeit, als Jim Morrison und Janis Joplin schon also nicht mehr da sind. Und sie waren beide auch in diese Bewegung, sagen wir, gegen Vietnamkrieg und so. Ja, das müssen wir nicht so stark analysieren. Das fand ich nur als Szene einfach sehr prägend. Obwohl, das war das Sympathischste für mich, in diesem Buch, wie sie diese kleine Situationen, einfach alltägliche Situationen mit Jimmy beschrieben hat. Wie du es schon gesagt hast, mit dieser, über diese Gitarre und so. Wieder ein Podcast-Fail. Ich glaube, das Geburtsdatum von Jimi Hendrix vorgelesen als Beginn seiner Armeezeit. Warte, also, du hast etwas gesagt wie 42? Ja, Jimi Hendrix ist 1942 geboren und Cathy Etchingham 1946. Ja, er hatte keine Zeit. Er lebte nur 27 Jahre. Also, ja, das weiß jeder, glaube ich, über Jimi. Was hat sich mit diesem Buch für dich geändert über Jimi Hendrix? Also, er, seine Persona bevor und jetzt mit diesem Buch. Was ist dir klarer geworden? Was ist mir klarer geworden? Eine sehr spontane Frage eigentlich. Nur von dem Buch her, nein, in dem Buch selbst habe ich völlig seine ganze Spezifik vermisst, nämlich, dass er der großartige Performance-Künstler einfach war. Er ist der Berühmte, der seine Gitarren auf der Bühne angezündet hat, der mit den Zähnen gespielt hat, ja, der überhaupt linkshändig gespielt hat und eine unglaubliche Bühnenpersona einfach hatte. Und das kommt natürlich überhaupt nicht raus. Also sie verliert über die Musiktechnik, über den Stil, über die Performance, verliert sie halt kein Wort, darum geht es einfach nicht. Ist ja auch okay, also es wäre ja auch vielleicht falsch, wenn sie da sich anmaßen würde, irgendwas darüber zu verstehen, weil letztendlich hat sie das wahrscheinlich auch nie so interessiert. Sie war, glaube ich, auch jetzt nicht bei allen Konzerten mit dabei, schon gar nicht auf Tour, weil auf Tour hatte sie gar keinen Bock mehr. Sie ist dann einfach immer zu Hause geblieben. Aber ich fand einfach das interessant, auch mal eine Frau kennenzulernen aus dieser Zeit. Und ich finde sie sehr sympathisch und eine ganz starke Persönlichkeit. Und das hat mich eigentlich überrascht, weil ich immer dachte, diese Groupies sind halt eigentlich so, ja, geil auf Fame und auf diesen Erfolg und so weiter. Und das trifft bei ihr, finde ich, gar nicht zu. Sie hat sich aus all dem zurückgezogen. Sie hatte da eben keinen Bock drauf, auf diesen im Rampenlicht zu stehen, weshalb sie dann zu Hause geblieben ist. Und ich fand, sie war eine sehr starke Persönlichkeit und ich fand es toll, die Frauen hinter berühmten Männern kennenzulernen. Ja? Mhm. Und ich glaube, das war sie in seinem Leben. Also er war ja also sehr, viele sagen ja, dass sie auch mit daran schuld ist, wie dass er dann letztendlich an einer Überdosis oder was auch immer gestorben ist. Das ist natürlich auch was, vielleicht der letzte gesamte Abschnitt, wo wir jetzt nochmal drauf eingehen müssen. Diese mysteriösen Umstände, wie er jetzt gestorben ist. Ja? Ja, das ist im Grunde einfach ein Aufklärungsbuch auch darüber. Ja, es ist so ein Stück Kriminalgeschichte fast, was hier eigentlich vonstatten geht. Also wie ein Zeugen, wie eine große Zeugenaussage eigentlich. Und das ist auch die Motivation hinter dem Buch. Und das beschreibt sie auch direkt am Anfang, dass sie sagt, sie will damit aufräumen. Es erscheint ja eigentlich sehr, sehr spät, erst 1999. Aber sie war einfach so genervt irgendwann von den wildesten Gerüchten, die alle an sie herangetragen sind, die sicherlich auch bis heute, bis dann ihr Leben halt beeinflusst haben. Und da hatte sie halt keinen Bock mehr drauf. Ne? Auch die ganzen Lügen, die ihr anhafteten, die ganzen Skandale. Und ich glaube, ich wollte sich dann einfach rechtfertigen und mal die Dinge gerade rücken. Ja. Wow. Oder? Ja. Ja, das fand ich ja auch interessant, dass sie eigentlich in dem Buch beschreibt, dass sie eigentlich, also sie war tatsächlich Groupie, aber sie wurde Groupie durch Zufall, weil sie hatte in dieser WG mit einer Freundin gewohnt, also gelebt, die diesen Typen aus The Who gedatet hat, oder? Das war diese Angela. Und dadurch beginnen sie zusammen auszugehen und dann
also kennt sie diese Szenen, lernt sie also diese so Szenen kennen. Also so klingt es zumindest, ne? Man weiß natürlich ja nie genau, wie es dann ja wirklich war, ja. Genau, das ist ihre Geschichte. Wo jetzt die Connection herkam, aber genau, ja. Ja, vielleicht gehen wir auf das Ende der Beziehung ein. Also Kathy hat einfach irgendwann keinen Bock mehr auf dieses ganze Tourleben, vor allem auf, auf den Drogenrausch von Keith hat sie keinen Bock mehr. Ihr ist auch klar, dass nicht von Keith, von Jimi Hendrix. Von Jimi. Genau. Ihr ist auch völlig klar, dass er nicht immer der Treueste war auf Tournee oder wahrscheinlich genau das Gegenteil, dass er dort auch ziemlich, ja, er wurde eigentlich, also nicht nur er, sondern viele von diesen Musikern, was wir nie zum Beispiel bei Keith Richards auch bekommen, aber die waren also jede Minute mit einer anderen Frau zusammen, wenn sie nicht, also sie waren nie allein. Es gab immer 4, 5 Frauen zur selben Zeit um ihn, um sie herum. Und das war auch bei Jimmy der Fall, also am Tage seines Todes. Deswegen ist das so alles kompliziert, was da passiert ist, weil er eigentlich Treffen mit ein paar Frauen hatte an diesem Tag. Und das war völlig normal für ihn. Dass ja, aber was sollen die auch anderes machen, ne? Genau. Sie durften im Grunde nicht in die Öffentlichkeit, weil dann hätten alle geschrien und dann wäre es ein Riesentrubel gewesen. Also mussten sie irgendwie im Hotel bleiben und dann bleiben halt nur Es gab kein Netflix? Genau. Dann blieben ja nur Drogen und Frauen im Grunde, ja. 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 Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Genau. Ja, und Kathy hatte halt irgendwann da keinen Bock mehr drauf und hat sich im Grunde erstmal einfach nicht gemeldet. Sie hat halt dann so gedacht, das schreibt sie dann so naiv, dass sich das einfach so auspendeln wird, so wie das bei ihren Ex-Freunden vorher auch schon war. Oder sie hat darauf gehofft. Also es gab im Grunde nie dieses Gespräch, das findet jetzt nicht mehr statt, sondern Jimmy hat sich einfach immer weniger gemeldet und sie sich auch nicht. Und dann tröpfelte das so irgendwie dahin, bis Kathy sich wieder neu verliebt hat und dann sogar neu geheiratet hat sogar, nicht neu, so zum ersten Mal geheiratet hat. Und dann hat Jimmy dann gesagt, er wollte sie treffen oder sie haben dann telefoniert. Und letztendlich hat sie es dann ihm am Telefon gesagt, ja, hey, ich bin verheiratet. Und das fand ich furchtbar. Dass sie nicht die Eier hatte, also dass sie nicht den Mumm hatte, Entschuldigung, das ihm zu sagen, also dass sie nicht richtig Schluss gemacht haben. Das fand ich total schlimm. Und da hat er mir schon wirklich also leid getan, fand ich, ja. Das fand ich schon schlimm, irgendwie zu lesen. Und dann hat sie, und sie rechtfertigt es halt wieder so mit, ja, ich bin halt Gypsy oder so bin ich halt aufgewachsen, so hat man halt die Dinge in meiner Familie geklärt und so. Ich glaube, dass sie einfach diese bedingungslose Liebe überhaupt nicht gelernt hat. Ja. Wie wir schon gesagt haben, also sie hatte nie diese Elternliebe gespürt und deswegen dachte sie immer, ja, jeder ist einfach allein. Das ist ihr Credo so für das Leben. Ja, also er war in den USA auf Tournee und sie sitzt in England und hat geheiratet und trotzdem ist dann Jimi Hendrix nach England geflogen, alleine im Flugzeug, was er sonst wohl nie gemacht hat. Und hat sie getroffen und wollte mit ihr reden und so und sie umstimmen und hat gesagt, aber ich liebe dich und wir gehören doch zusammen und so weiter. Also hat versucht, sie zurückzugewinnen. Und Kathy ist aber ganz hart geblieben und hat gesagt, nee, es ist zu spät, du lebst in einer völligen Traumfantasie. Wir haben doch gar keinen Kontakt mehr gehabt die ganzen letzten Monate. Und er hat da schon halt so schlimme Drogenprobleme gehabt, dass er natürlich auch diese Zeitverhältnisse gar nicht mehr richtig gespürt hat und so. Und ja, und dann ging es eigentlich. Obwohl ich auch finde, dass bei solchen Personen, die so eine Art von Berühmtheit gewinnen, dass man nie sagen kann, ob es einfach um Ego geht. Dass einfach diese Person nur wissen möchte, ob sie immer noch eine Chance bei einer Frau hat. Ja. Oder bei einem Mann auch. Also das geht natürlich gilt für alle, diese berühmte Personen. Also weiß ich nicht. Ja, ich meine, er vögelte da in der Weltgeschichte herum und hat dann von ihr erwartet, dass sie zu Hause brav die Hausfrau spielt und auf ihn wartet. Und da hat sie halt keinen Bock drauf gehabt. Das ist auch wieder natürlich auch völlig richtig wiederum. Ja. Ja, aber das ist auch gut, weil im Buch sie sagt tatsächlich, dass sie diese Einstellung hatten. Also es gab keine Verhütung, zum Beispiel in den 60ern und so. Und die hatten alle Angst, einfach schwanger zu werden, dass einfach dann ihr Leben quasi zu Ende ist und so. Das hat sie mehrmals schon betont, dass sie eigentlich dieses Leben nicht wollte. Und dass sie auch keine feste Beziehung wollte, dass sie einfach alles so. Das ist auch, das würde ich ihr auch zutrauen, dass sie eine Abtreibung hatte und dass sie es nicht zugibt oder nicht beschreibt. Oder sie beschreibt die Abtreibung von der Freundin. Genau, es war in Wirklichkeit ihre eigene, genau. Von der Freundin.
Das stimmt, das kann ich mit, ja, das macht total Sinn, ja. Weil es, genau, es ist ein bisschen okay, also alle deine Freundinnen werden schwanger und haben Abtreibungen und du hast so einen Horror davor und ja. Dein Bild ist übrigens ganz komisch, du hast so ein, wie, ist das Licht, was von draußen reinkommt oder ist es total die... Ja, es ist die Sonne. Ah, okay. Ja, Sonnenuntergang. Sonnenuntergang, okay. Genau. Wie schön, man sieht sogar fast die Strahlen, das ist ja auch gefahren. Ja, weil hier ist mein Fenster, also und das ist dieses Nordlicht. Oh, toll. Die Nordlicht, genau. Sieht ganz toll aus. Jetzt oh, super. Wir. Ja, also ich bin die Göttin, die strahlt ja, durch genau, das genau. Engel. Es ist leider ein bisschen trüb, dadurch, deswegen dachte ich, ja. Aber es ist, man kann Strahlen erkennen, das ist ja verrückt. Genau. Jetzt spiegelt es noch dazu. Naja, egal. Ja. Ja, also es ist ein bisschen, wo ich auch dachte, na, ob das alles so, also ob sie wirklich dann immer kleine Umbaupause. Ja, sorry. Ich habe genau. Nicht alles gehört. Ja. Und dann ist es eigentlich, also das, er kriegt dann also in England, checkt es dann, dass es der Zug abgefahren ist und dass sie vergeben ist und dass sie wahrscheinlich seine große Liebe war und er es also verkackt hat und stürzt dann ziemlich ab, ne? Und sagt dann aber, sie wollen sich aber nochmal treffen. Hm. Und wie ist es dann? Sie treffen sich dann auch einmal noch, genau. Ja. Aber sie sagt ihm dann aber für abends ab oder sagt dann irgendwie, nee, es wird dir jetzt zu viel oder sowas. Also irgendwas ist jedenfalls wenige Tage vor seinem Tod sehen sie sich nochmal. Genau, noch mal. Genau. Ja. Aber oder sie, nee. Ja, was? Sie sehen sich noch an nochmal und dann am Tage seines Todes, er ruft sie an aus seiner Telefonzelle oder so und er schlägt ein Treffen vor, aber sie sagt, sie lehnt ihn ab. Genau. Und sie bereut es zu tun. Also das habe bis ich heute, in dieser Doku. Genau. Ja. Es gibt ein Doku, Jimi Hendrix, genau, also sein His Last Days oder etwa so. Und das habe ich nur gesehen, um zu sehen, was eigentlich mit ihm passiert ist, weil ich dachte, es ist eine Überdosis. Aber nee, es ist eigentlich, wie du gesagt hast, eine Krimi-Geschichte dahinter. Sehr, sehr kompliziert. Genau, und es erklärte sich auch alles ganz wenige Jahre nach. Also Kathy ist wirklich eine der Ersten, die dann auch wirklich Nachforschungen anstellt. Wahrscheinlich auch um ihr eigenes Gewissen oder um das Vermächtnis auch von Jimi Hendrix, die Erinnerung an ihn auch aufzuräumen. Ja, dass sie wirklich die letzten Leute, die mit ihm Kontakt hatten, kontaktiert, die Leute, die im Krankenwagen gefahren sind und so weiter anruft. Mhm. Und es ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu langweilig, wenn wir jetzt alle Details erzählen, aber vielleicht kann man es so zusammenfassen. Es gibt also noch einen Groupie, und zwar einer, der eher, die wirklich crazy ist, die eher so in Richtung Stalker geht. Eine deutsche Groupie? Okay. Ja. Ja, es, und ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Aber ja, alles gut. Da waren ja viele, ne? Das, und ich fand das so cool. Weil das, ich wusste diesen Teil aus deutschen Popgeschichte nicht. Sorry jetzt, aber Nico Päffken, sie spielte eine Rolle für Leonard Cohen. Also das haben wir in letzter Folge vergessen zu sagen. Aber er war angeblich sehr verliebt in sie. Aber ich glaube nur, weil sie ihm Nein gesagt hat. Aber trotzdem, also Nico war für ihn also die Königin. Und sie war die deutsche Popsängerin, die ich überhaupt nicht kannte. Oder Punk-Sängerin eigentlich. Und so auch Supermodel mit Andy Warhol und so. Und ich fand sie so süß. Also, dass dieser Teil von deutschsprachigen Geschichte auch zur Popkultur passt. Die und von Annika Wallenberg auch. Ist sie von The Velvet Underground? Also die hat mit denen zusammen, meinst du, ist das die? Warte, das muss ich jetzt mal googeln. Eieiei! Oh, sie ist super schön. Sie ist in Köln geboren. Ja, krass. Ja, Christa Päffken. Ja, ich kannte die nur von The Velvet Underground. Mit denen hat die auch zusammen, also auch so eine Andy Warhol-Groupie halt in dieser Zeit, die dann aber auch gesungen hat, ja. Ja, Andy Warhols Crew war ein bisschen so Supermodel und sie war auch tatsächlich eine, die als eine Supermodel aussah. Und ich glaube, dass sie in den 50ern wahrscheinlich auch ein Modell war. Sie ist 38 geboren in Köln.
Auf jeden Fall und sehr cool. Was ist also die Verbindung jetzt zu Jimi Hendrix? Das habe ich nicht ganz verstanden. Nicht zu Jimi Hendrix, sondern zu Leonard Cohen. Ah. Weil sie lebte, sie war in dieser Andy Warhol-Kreis. Okay. Yeah. Und er hat mehrmals versucht, etwas mit ihr, und also es hat nie geklappt. Und das fand ich so cool, weil sie war eine der wenigen Frauen, die einfach ihm Nein gesagt hat. Sie war mit Alain Delon und verschiedenen Männern auch, aber Leonard Cohen war wahrscheinlich nicht ihr Typ. Und was, das hat überhaupt nichts mit Jimi Hendrix zu tun. Das war eine kleine Digression über die Frauen deutscher Herkunft, die mit diesem Pop-Tour zu tun haben. Sorry, ja, Leute. Was einige sind, das ist schon spannend, da hast du völlig recht, ja. Also jedenfalls gab es diesen einen, diese eine... Weil deutsche Frauen schöne Frauen sind, hey. Ja, genau. Das ist Punkt. Genau. Jetzt so den Faden wiederfinden. Warte. Genau, also dann gab es, ich habe schon wieder den Namen vergessen, ist auch völlig unwichtig. Es war jedenfalls ein Crazy Groupie, die also nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte, ganz einfach gesagt. Und die wiederum hat die letzten Stunden mit Jimi Hendrix verbracht und hat ihm wahrscheinlich ganz starke oder viel zu viele Schlaftabletten gegeben, weil er gesagt hat, er kann nicht schlafen und er braucht was, um runterzukommen. Und es war also nicht seine Intention, Drogen zu nehmen. Neun Schlaftabletten, genau, von denen sie sagte, die wären also total einfach. Und es stimmt also hinten und vorne nicht, was sie dann letztendlich dann als Zeugenaussage gemacht hat und was aber dann die Krankenhausleute, also sie hat den Vorwurf erhoben, dass im Krankenhaus rassistische Gründe dazu geführt haben, dass Jimi Hendrix nicht rechtzeitig behandelt wurde. Die Leute, die den Krankenwagen gefahren sind, sagen aber, dass er schon längst tot war, als er im Hotelzimmer war. Das ist also überhaupt nicht üblich, was schon völlig unüblich war, dass sie ihn überhaupt mit ins Krankenhaus genommen haben oder so. Also es gibt einfach Geschichten, die hier nicht zusammenpassen, und Kathy versucht es dann so ein bisschen alles aufzuklären. Und das Verrückte ist jetzt, dass also jetzt ein weiterer Groupie dann ins Spiel kommt, und zwar eine, die richtig, richtig fies, völlig gegen Kathy Etchingham vor allem wetterte. Und zwar über die unterschiedlichsten Ebenen. Also wie verrückt, ja. Dass es also mehrere Begegnungen schon in ihrem Leben gab, wo diese Frau richtig schlimm gegen sie intrigiert hat. Und die hat auch die, also auch nur unter einem falschen Namen ist sie aufgetreten und so weiter. Und die hat diesen Crazy Groupie richtig instrumentalisiert gegen Kathy Etchingham aufgehetzt. Das ist crazy, man liest, dass sie nur eine Feindin hatte und dann findet sie raus in einem Moment, dass sie diese Erzfeindin quasi hat, ja, die hinter ihrem Rücken ihr ganzes Leben etwas Schlimmes oder Negatives über sie erzählt hat. Das ist über mehrere, viele, viele Jahre. Ja. Ja. Und also natürlich wahrscheinlich aus Eifersucht und genau. Ja, ist das nicht gruselig, wenn du merkst... Genau, auch, also sie war, wir wissen auch nicht, ob die Dame homosexuell war oder was für eigentlich Tendenzen sie hatte oder was sie eigentlich wollte, das wurde mir überhaupt nicht klar. Aber das Ende des Buches ist tatsächlich wie ein Zickenkrieg. Und ich war so, wow, also diese Groupies sind ein bisschen gefährlich. Ja. Also es sieht nicht so naiv aus, weil sie musste beispielsweise dann zur Polizei und sich zu rechtfertigen, beispielsweise, dass sie keine Drogendealer ist, sie und ihr Mann und so weiter. Also es gab mehrere solche völlig, völlig verrückte Anschuldigungen gegen sie und ihre Familie. Ihr Mann, also ihr erster Mann, für den sie quasi Jimi Hendrix dann sitzen lässt, war wirklich ein Drogendealer. ich wusste, dein Gesichtsausdruck sah so aus, okay, jetzt kommt ein bisschen Shade, ein bisschen Schatten. Ja, es ist schon genau, ein bisschen... Also was sagt sie uns jetzt hier, ja? Was ist jetzt hier Wahrheit und was nicht? Also ihr zweiter Ehemann war einfach Drogendealer und wurde vom FBI und von allen und war so ein richtiger, von irgend so einem ganz krassen Al Capone, krassen Drogenboss irgendwie, der Zuhändler oder wie man das nennt, ja. Und dann hat sie, war er schon von allen vom FBI und so weiter verfolgt. Und dann ist sie wirklich nach Hawaii geflogen zu ihm, weil er gesagt hat, ich kann nicht zu dir fliegen, weil ich gesucht werde von der Polizei und so weiter, ich brauche aber deine Hilfe. Dann ist sie zu ihm geflogen, ja, und angeblich nur, um bei ihm zu sein. Also es war alles so ein bisschen, und sie wusste halt von nichts, um sich zu schützen. Okay, ja, gut, naja. Ah, okay, ja. Jedenfalls hat diese Ehe auch nicht funktioniert, und also die
lebt jetzt also dann in der zweiten Ehe mit zwei Kindern, hat dann einen Arzt geheiratet und das ist quasi so der Schluss dann, ne? Aber. Ja, jetzt ist sie also bürgerlich geworden. Ja, genau. Oh. Ja. Ja, und ich stelle mir das, sie ist mit einem ganz berühmten Arzt zusammen oder in Arztkreisen zumindest einem berühmten, angesehenen Arzt zusammen. Und sie hat halt auch mehrere Gerichtsverfahren natürlich, weil das natürlich dann ihre Familie auch bedroht, ne? Wenn du halt ständig so in den Schlagzeilen bist und Leute sagen irgendwelche negativen Sachen über dich, die halt nicht stimmen. Und musste sie halt öfter mal halt ihr Image wieder halt gerade rücken, ja. Aber. Ja, und es gab diesen langen Gerichtsprozess, der auch beschrieben wird, wo sie erklärt, was eigentlich mit dieser Gruppe geschah. Und diese Feindin, sagen wir, oder die eine der Freundinnen von Jimi Hendrix, die sie beschuldigt hat, dass sie, ich weiß nicht genau, weswegen dieser Gerichtsprozess alles war, aber es war über. Ja, wegen Jimi Hendrix. Ja, also letztendlich stand Mord im Raum. Ja, was ist eigentlich in seinen letzten Stunden mit ihm passiert? Ja. Und sie hat diesen Prozess, also diese völlig verrückte Groupie, sie hat den Prozess nicht gewonnen und sie nahm sich das Leben. Ja, ganz schlimm, ja. Und deswegen spricht Kathy auch total respektvoll von ihr und sagt, dass sie im Grunde auch nur Opfer dieser ganzen Szenerie war. Fandest du das überraschend? Also das habe ich nie gehört. Beispielsweise, ich wusste, dass Jimi Hendrix mit 27, aber ich wusste überhaupt nicht, dass sein Tod, dass es so viele Geschichte darum gibt. Mhm. Ja, ich glaube, dass das natürlich auch alles zu diesen Mythen dann beiträgt. Das ist ja ähnlich wie bei Jim Morrison, wo seine Freundin auch dann wenige Jahre später auch sich das Leben genommen hat in einer Überdosis. Also ich glaube, das ist dann auch so ein Sog, den diese Menschen umgibt, dann von der Kathy klug genug war zu wissen, ich muss da raus. Ich drehe hier durch oder gehe dann mit unter. Ja. Ich glaube, das ist dann so ein Kreis, den diese Leute halt umgibt, der einfach nichts Gutes verheißt dann, wo du halt mit runtergezogen wirst. Ja, ne? Abwärtsspirale oder so. Ja. Mhm. Mhm. Ich fand es so genial auch, das, was im Buch beschrieben wird, weil Jimi Hendrix, nicht nur im Buch, sondern auch in Dokus, weil Jimi Hendrix immer als jemand, der so super mega cool einfach vorüberkommt, beschrieben wird. Und in dem Buch war seine unsichere Seite eigentlich beschrieben und wie einsam er war und was für eine Beziehung er mit dieser Gitarre hatte, nur weil er keine andere menschliche Beziehungen hatte, die so stark waren oder so. Das fand ich ein bisschen prägend als für ihn als Charakter, dass man sagte, dass er zum Beispiel für diese geschäftliche Seite, für Geschäft, Musik als Geschäft, fühle ich also nutzlos war, dass er überhaupt nie Kohle hatte, dass er immer Probleme mit seinem Manager hatte, dass er ein Manager hat ihm viel Geld gestohlen. Also er war völlig inkompetent, wenn es darum geht, was für Konzerte, Tourneen und so weiter. Aber als Künstler war er natürlich also hervorragend und ohne stark bei ihm beispielsweise im Vergleich zu Mick Jagger oder so. Also ich rede über diese Persönlichkeiten, die auch Charisma haben, die haben Talent, aber die sind auch immer noch Manager, Musikmanager und sie kennen sich mit Geschäft aus oder so. Und bei Jimi Hendrix war so, sondern es war so klar beschrieben, dass er eigentlich wirklich nur Künstler war und dass er beispielsweise in New York mit dieser wohnte bei einer Prostituierten, die also in den 60ern, die dann, also als sie mit Kunden war, musste er vor seinem Zimmer warten, also bis sie fertig war beispielsweise, und sie hat sich mit dieser Prostituierte befreundet und so weiter, also er hat so bei random, so bei Menschen geschlafen und so weiter. Das fand ich sehr interessant, dass er auch so ein Weltbummler, wie du sagst, oder so ein Pendler war, sein ganzes Leben lang. Also.
Ja, ich glaube schon, dass man auch da nochmal ja, seine Herkunft nochmal mitbedenken muss, dass man hier, glaube ich, auch einen Unterschied zwischen schwarzen und weißen Musikern machen muss. Also wo er groß Ja, geworden ist, das sind diese Chitlin sehr Circle. gut, ja. Über die haben wir schon mal in ganz, ganz frühen Folgen, haben wir, glaube ich, schon mal bei den Beatniks am Ja, Anfang drüber gesprochen und Circuit, das genau. erklärt. Das waren Zirkel, sowas wie ja, so Szene-Clubs vielleicht, wo in den USA, wo schwarze Musiker spielen durften. Denn die durften ja früher nicht in weißen Restaurants und auch nicht im Fernsehen zum Beispiel. Es hat ganz lange gedauert, bis der erste schwarze Musiker überhaupt im Fernsehen auftreten durfte. Und in diesen Chitlin-Circuits gab es einfach so diese ja, so Überlebensbedingungen quasi. Also da gab es nicht dieses weiße, wie sagt man, durchkommerzialisierte Business. Das gab es dort, Durchorganisierte, genau, genau. wie das alles Genau, läuft. sondern wenn du da warst, durftest du und gut warst, durftest du auftreten und hast bis danach direkt bezahlt worden. So, also es kam viel mehr darauf an, was hattest du für Connection, wo bist du irgendwie reingekommen, mit welchen Leuten konntest du toll zusammen spielen und natürlich, wie hast du dich profilieren können und so weiter. Also du musstest viel mehr so in dieser Szene drin sein. Da gab es jetzt nicht eine Telefonnummer und ein Buch, wo man dich nachschlagen konnte. Ah ja, hier, ich habe die Autobiografie von Miles Davis angefangen und da wird es so, ist ja übrigens auch einer der Musiker, der von Jimi Hendrix im Grunde beeinflusst war, auch wenn es ein ganz anderes Instrument ist. Aber Jimi Hendrix ist ja einer der ersten, der überhaupt Gitarre zum Solo-Instrument überhaupt macht, einen richtigen Solisten, der dann als Bandleader im Grunde funktioniert, macht. Und bei Miles Davis beschreibt es dann immer so cool, wie er bei den richtig tollen Jazzmusikern wie The Bird, bei Charlie Parker wieder da mitspielen durfte bei denen. Und der hat einfach jede Nacht hat er in diesen Clubs hat abgehangen in der Hoffnung, dass er dann spielen durfte, dass auf der Bühne einer ausgefallen ist, damit er einspringen konnte. Und so hat er sich beliebt gemacht und konnte zeigen, was er kann. Und aus diesem Denken, aus diesem Lebensgefühl heraus kommt Jimi Hendrix, ja. Also zu sagen, heute Abend spiele ich, dann werde ich heute Abend bezahlt. Ja, und Ja. scheiß drauf, was ich nächste Woche für Geld habe oder nicht, Ja. ist, ja, oder Krankenversicherung, was, Ja. bitte, ja, was ist das? Und aus diesem Lebensgefühl her. Und dann natürlich auch diese Frustration, es in den USA dann nicht geschafft zu haben und dann der Schritt dann nach England zu gehen und in England dann auf einmal einer ganz weißen Musikszene gegenüberzustehen, die ja wiederum in diesem Hippie-Zeug total drin ist. Also es ist ja eigentlich ganz spannend, dass die Beatles und die Stones eigentlich Jimi Hendrix ja total verholfen haben, dass er so schnell bekannt wurde. Hat er, glaube ich, nur denen zu verdanken auch, ja. Weil die ihn so gepusht haben, irgendwo vorgestellt haben auf Bühnen und so sagt, ja, Proud to Present oder so. Brian Jones, glaube ich, hat ihn einmal vorgestellt und so. Also ich glaube, das wäre ohne die Hilfe von diesen ja, Hippie-offenen Denken dieser Ja. Szenerie, glaube ich, auch gar nicht möglich gewesen, ja. Und insofern war es eben nicht darüber zu Schön. nachzudenken, ich spare jetzt, damit ich nächstes Jahr mir ein tolles Haus mit meiner Kathy zusammen kaufen kann und wir dann da drei Kinder kriegen, sondern scheiß drauf, ich lebe jetzt, ich lebe im Moment und ich habe keine Ahnung, was nächsten Monat ist. Er wusste ja auch gar nicht, ob er dann die USA-Tournee, ob das funktioniert, ne? Ob er in den USA bekannt wird oder nicht. Er Ja. hatte immer einen Dollar in seinen Ja. Socken getragen, weil er sagte, dass er nie völlig ohne Geld bleiben möchte, weil das ist ihm schon, weil es ihm schon oft passiert ist und deswegen wollte er das vermeiden mit diesem Dollar in den Schuhen und deswegen also sie hat sich lustig über ihn gemacht, also seine Freundin Kathy. Das fand ich so rührend. Schön. Ja, cool. Also mir hat es Sehr, sehr total coole Spaß Analyse. gemacht. Ich finde, wenn man das von vorne durchliest, das Buch, ich finde, es hat einen richtigen Sog. Also ich finde, es ist sehr, sehr gut Ja. geschrieben. Es ist wirklich Ich in finde, es ist einem. ein bisschen vereinfacht geschrieben, simplifiziert. Also es gibt überhaupt keine Poetik. Also es ist einfach eine Geschichte wie in einer Zeitung, die ein Nee, finde ich erschienen nicht. könnte. Und es ist nicht. Okay. Nee, also ist natürlich nicht vergleichbar mit Patti Smith oder sowas, aber ich finde, es ist ein sehr Nee. flüssiger, fast, ich würde Ja. sogar sagen, fast musikalischer Schreibstil, den das besonders macht. Und mein Englisch ist ja sowieso, also jetzt nicht so dolle, dass ich jetzt sage, das ist das anspruchsvollste Englisch, lese ich gut. Meine auch nicht.
das habe ich richtig flüssig lesen können. Das war so angenehm, ja. Es passiert mir sehr selten, dass ich ein englisches Buch lese und gar nicht jetzt, das Wort muss ich jetzt nachschlagen, ja. Sondern es funktioniert einfach, weil das so einen Sog hat. Und das finde ich, hat schon, also das hat schon Talent. Ja, das Gute daran ist, dass sie ziemlich direkt ist, wenn sie schreibt, ja. Beispielsweise. Es gibt nur nicht so viel rumherum. Also sie beschreibt tatsächlich Situation nach Situation. Und diese kleinen Szenen, also man liest die Kapitel tatsächlich sehr schnell durch. Ja, das genau, ich, aber wie gesagt, das ist also so ein paar Sachen, die sie, glaube ich, über ihr eigenes Leben verschleiert, wo ich immer unterstellen würde, dass sie da nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat. Also ganz klar das Motiv. Okay, aber sie schreibt ihre eigene Wahrheit. Also wir können auch, jeder von uns hat sein eigenes Buch und er kann es schreiben, wie er will. Oder sie, wie sie will. Ja, ich glaube, es geht mehr hier darum, jetzt auch ihren Kindern zu zeigen, dass sie ja, ein ordentlich, dass sie jetzt nicht völlig crazy war, ja. Wow. Als es geht ihr nicht so darum, glaube ich, jetzt über ihr selbst, über ihr persönliches Leben so viel Wahrheit jetzt ans Tageslicht zu bringen. Ich glaube, es gibt so ein paar Andeutungen, die man interpretieren kann. Dafür lässt es den Freiraum, das haben wir jetzt, glaube ich, auch gemacht. Aber ja. Ich fand es nur interessant, wie sie als, also wie sie in England, Jimi Hendrix, also sie haben sein Image gebaut und sie wollten, dass er ein Sexsymbol wird. Und das ist auch apropos dieser Rassismus. Also er wurde als sein Image, sein Öffentlichkeitsbild wurde so repräsentiert, dass er etwas Exotisches ist und dass er so ein Sexsymbol ist, so ein Sexkönig. Und deswegen mussten sie über ihre Beziehung auch schweigen. Und oft kamen die Journalisten in ihr Haus und die haben Jimmy interviewt und sie blieb oben, ohne Hallo zu sagen oder irgendwas, weil niemand durfte wissen, dass sie in einer Beziehung sind. Das fand ich total krass. Ja. Und ich fand es sehr süß, dass er zum Beispiel Muddy Waters gespielt hat. Ja, also Blues. Genau. Er hat so viel Blues und es ist sehr schön auch, wenn sie beispielsweise erwähnt, ja, wir waren in diesem Club und es gab so einen Typ, der mit langen Haaren, er saß einfach da den ganzen Abend lang, er hat nur die Menschen beobachtet. Wer war er? Freddie Mercury, the Queen. Und das fand ich so interessant, dass, also wenn man darüber nachdenkt, dass diese Menschen oder wenn John Lennon vorbeikam, einfach nur, um sich voll zu dröhnen bei ihr. Wo du dich auch so fragst, okay, und da ist nie irgendwas gelaufen. Nee, der angeblich kam er immer nur, um sich voll zu dröhnen. Auch wenn sie alleine war. Also manchmal war Jimi Hendrix gar nicht dabei und John Lennon kam vorbei. Wahrscheinlich okay. kann sie nicht so viele verstorbene Musiker jetzt vertragen für ein Buch, weiß oder ich nicht. Oder sie will sich nicht mit Yoko Ono anlegen. Oh. Ja, es kann sein. Es kann sein, dass es darum geht. Naja. Auf jeden Fall ein spannendes Leben. Ja. Ein spannendes Leben hat die Dame und ein ziemlich cooles Buch. Also ziemlich cooles Buch, ein bisschen leichter zu lesen, ein bisschen teilweise, also dieser letzte Teil über diesen Groupies-Krieg und so, das fand ich nicht so, das ist nicht unbedingt, dass man lesen muss. Aber die Mitte des Buches ist ziemlich interessant. Ja. Wenn man sich für Jimmy interessiert und für die London-Szene der 60er. Sorry. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich weiß, ich sehe, dass du abmoderieren möchtest und ich rede immer noch. Sorry. Okay. Ein Ende zu dirigieren. Okay. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram und empfehlt uns weiter. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir sind kein Radio-Podcast, der hier alles perfekt vorproduzieren kann und bis hier viel Werbung machen kann. Wir haben keine Zeit. Sorry. Wir haben keine Zeit, genau. Und erzählt euch uns, wie eure Lektüre-Erfahrung war. Wie fandet ihr die Bücher? Vielleicht habt ihr ja schon irgendwas auch gelesen, inspiriert von uns. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ja, und wir reden weiter über Musicians Who Write und sagt uns Bescheid, ob ihr für etwas Besonderes interessiert seid. Also wir machen noch weiter. Ja, genau. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Die Frage werden wir nicht mehr beantworten. Weil es die Zeit ist. Die Frage werden wir nicht beantworten. Sie bleibt offen. 3. Danke, Baby. 3.
alle Fragen offen.